Ich habe keine Stellungnahme von Hate Aid gelesen, aber muss an dieser Stelle trotzdem nochmal sagen, Hate Aid ist eine Organisation, die sich dem Kampf gegen Mobbing verschrieben hat. Die Tatsache, dass sie mit dem bekanntesten Mobbingopfer Deutschlands nicht zusammenarbeiten wollen oder so, finde ich persönlich total asozial daneben und zeigt deutlich, dass solche Menschen nicht wirklich Interesse daran haben, gegen Mobbing vorzugehen, sondern wieder mal nur Menschen sind, denen die eigene Tasche schaufeln. Zumindest macht es auf mich nach wie vor diesen Eindruck. Das ist der Grund, warum ich vor Jahren sagte, solche Organisationen zu unterstützen, finde ich meistens ziemlich dämlich. Habe damals etwas gesagt, was die Hater momentan auch gerne aufgreifen. Wenn wir schon bei dem Thema sind, möchte ich das an dieser Stelle kurz erzählen. So, folgendes. Die Hater haben diese Aussage von mir damals falsch wiedergegeben und geben sie bis heute falsch wieder. Ich habe vor Jahren die Aussage getätigt, dass es Blödsinn ist, irgendwelche Organisationen gegen Mobbing zu unterstützen, denn diese Organisationen arbeiten in erster Linie in die eigene Tasche. Und sie haben keinerlei Interesse, tatsächlich etwas gegen Mobbing zu unternehmen. Hätte Hate Aid Interesse daran, etwas gegen Mobbing zu unternehmen, dann würden sie auch mit mir zusammenarbeiten und würden, auch wenn dieser Shitstorm auf sie abkommt, etwas dagegen unternehmen, zumal sie dafür gedacht sind. Ihre Organisation ist dafür da, gegen Mobbing vorzugehen. Und das ist eben nicht der Fall. Und ich habe damals gesagt, dass es Blödsinn ist, bei diesen Leuten etwas zu machen und da Geld abzugeben. Und die Hater behaupten, ich hätte gesagt, dass es Schwachsinn ist, bei diesen Leuten Geld zu lassen, sie sollen es lieber mir geben. Und das habe ich definitiv so nie kommuniziert. Aber gut, ich persönlich bin der Meinung, mit Geld kann man gegen Mobbing sowieso nichts unternehmen, denn Geld ist einer der meisten Gründe, warum andere Menschen von anderen Menschen gemobbt werden.